Hallo, ich bin die Anna und ich bin die Steirerkraft Rezeptrockerin 2021. Ich nehme euch dieses Jahr mit auf eine kulinarische Weltreise. Und ich versuche, die steirischen Produkte neu zu inszenieren, international und ein bisschen frischen Wind in die Küche zu bringen. Und heute starten wir gleich mit einem Käferbohnen-Dahl-Curry. Ein Dahl-Curry ist ursprünglich ein Gericht aus der indischen, frilankischen oder pakistanischen Küche. Und der Hauptbestandteil sind immer Hülsenfrüchte. Das heißt meistens rote oder braune Linsen oder Kichererbsen. Aber ich mache es halt mit Käferbohnen. Und es ist ein richtiges Wohlfühlessen. Gerade im Jänner, wo es so kalt und schief draußen ist, wärmt es von innen und macht einfach glücklich. Das Kokosöl erhitze ich jetzt in einen Topf. Wer kein Kokosöl zu Hause hat, kann natürlich auch jedes andere Pflanzenöl nehmen. Das geht genauso gut. Die Zwiebel tue ich jetzt ein bisschen im Topf dünsten. Und in der Zwischenzeit nehme ich mir meine Knoblauchzehen, tue die zerdrücken und fein hacken. Beim Ingwer mache ich es genau gleich und dann gebe ich beides zu den Zwiebeln im Topf. Jetzt kommen die Gewürze dazu, also Kurkuma, rotes Chili-Pulver und eine Chilischote. Die Gewürze nicht länger als 30 Sekunden anbraten, weil sonst können sie verbrennen. Dann die Käferbohnen dazugeben. Jetzt gieße ich gleich auch Wasser dazu. Und gebe die Hälfte von der Kokosmilch auch noch dazu. So wie ihr das jetzt gesehen habt, habe ich das in Sri Lanka gelernt, als ich in einem Ayurveda-Hotel gearbeitet habe. Und an meinen freien Abenden habe ich dann dem Chefkoch dort Masiri immer über die Schulter geschaut. Und er hat mir eben gezeigt, wie man das Dahl Curry zubereitet. Und natürlich ohne Käferbohnen. Aber mit Käferbohnen, da bei uns in Österreich, schmeckt es fast noch besser. So, das lasse ich jetzt 15 Minuten köcheln. Und wir machen jetzt noch ein Kokosrotti. Fürs Kokosrotti gebe ich die Kokosflocken. Gemeinsam mit dem heißen Wasser in der Schüssel. Und ich lasse das jetzt kurz quellen. Kokosrotti ist sowas wie ein Fladenbrot und das isst man in Sri Lanka typischerweise zum Frühstück oder als Snack zwischendurch. Ich habe es aber voll gern zu den Currys immer dazu gegessen und deswegen habe ich mir gedacht, heute machen wir das als Beilage. Jetzt kommt das Mehl dazu. Dann das Salz. Und jetzt verknete ich das Ganze. Jetzt teilen wir den Teig in 4 Stücke. Tun die Teigstücke mit dem Handrücken ein bisschen flach drücken und dann mit einem Nudelwalker auswalken. Und jetzt kommt es in die Pfanne. Das hat jetzt 15 Minuten vor sich hingeköchelt. Jetzt gebe ich noch die restliche Kokosmilch dazu. Bei Bedarf kann man auch ein bisschen Wasser angießen. Dann salz und pfeffer ich das Ganze.
Lass es einmal nur kurz aufkochen und dann ist es fertig. So einfach holt man sich Sri Lanka in die heimische Küche. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.